So, heute gibt es Spaghetti alla casa mit Hirschfaschierten. So ist es, wenn man sich selbst versorgen muss. So, jetzt mal einkaufen, weil es kommt Pfingsten, das Wochenende, und heute mache ich mir eine Gemüsesuppe mit Würstel drin. Oh, die Gurke! Oh. So, ein Teil hat mir die Barbara angeschafft, was ich einkaufen soll. Und natürlich waren das die schwersten Dinge. Kartoffeln und Zwiebeln. So, das brauche ich für meine Suppe. Was? Ja. Naja. Ich muss es ja tragen und schleppen. Gut, wo tun wir das hin? Müssen noch überlegen, wie wir das machen. Eieiei. So, alles aus Beutel. Dann habe ich mir noch ein gutes Bergsteigerbrot gekauft. Das ist sehr gut. Und für Nachmittag ein paar Croissants. Weil, achso, morgen werden wir die aber erst essen. Und morgen ist Samstag. Und da hat die Barbara nur bis 10 Uhr Therapien. Und dann kann sie das ganze Wochenende bei mir sein, außer schlafen. Das muss sie dann noch dort. Und einen guten Salat hat sie mir angeschafft, soll ich kaufen. Gut. So. Und natürlich werden wir das da alles bei uns in der Außenküche machen. Immer schön das köcheln lassen. Und Christian, danke nochmals mit Strom. Es funktioniert alles wunderbar. Und das Schöne ist ja, dass die Sonne scheint. Und da können wir ja umsonst kochen. So. Die Platte da ist Müll. Da kommt eine andere. Müssen wir leider Gottes. Kann man das vorher nicht sagen. Aber egal, für das tut es jetzt. Und jetzt lassen wir das Ganze kochen. So, ich würde sagen, wir schauen einmal nach, wie es meiner Suppe geht. Alles schön gut gekocht. Nudeln haben wir schon reingegeben. Dann haben wir Frankfurter reingegeben. Die riecht gut. Ja, ich glaube, da kann man schon was essen. Ah. Jetzt geht's los, jetzt fahren wir nach Slowenien Pizza essen. Hallo. So, jetzt gehen wir über die Brücke nach Slowenien. Die Mur hat ganz schön viel Wasser, schaut euch das einmal an. Ja, es hat ganz schön geschüttet, ja. Ui, aber schau wie viel. Das war gestern nicht so. Nur in der Nacht, das Holz, schaut einmal an. Das ist aber nicht normal. Da kann man unten gehen einmal, ja. Wir nähern uns der Pizzeria. Okay. Da ist sie. Pizzeria Potac. Ah,
So, jetzt sitzen wir im Lokal. Es gibt wirklich echte Holzofenpizza, die ist da hinten. Und ich werde essen eine Rota Ceradice. So habe ich meine auch bekommen, eine Wagenpizza, Wagenradpizza hast du. Und die Barbara hat eine? Mediterranisch. Ah, das war gut. Jetzt gehen wir noch ein bisschen. Jetzt müssen wir das wieder verdauen, was wir da alles Gutes gegessen haben. Sehr schönen Abend, ja. Die Barbara. Ja, bitte, gerne. Und jetzt bringe ich die Barbara ins Kurhotel. Da müssen wir gehen, um Uhr zu finden. So, jetzt mache ich meine Wanderung bei Glöch, mitten in den Weinbergen, wunderschön. Schaut, was ich da entdeckt habe. Den Barbaraplatz. Oh. Ist das nicht süß, Barbara? Ha? Ja, der ist extra für mich. Na, bitte setz dich doch einmal hin. Ha? Schau mal, wie du dich da fühlst. Aber pass auf, da sind überall Leintechsen. Ich glaube, ich muss überleben. Haben wir da total cooles Rastgasthaus gefunden mit einer mega tollen Aussicht auf steirische Hügelland. Schaut euch das an. Barbara, was sagst du? Ha? Wunderschön. Ja, da werden wir jetzt was Kühles trinken. Ja, ich glaube es hat 40 Grad. Gefühlt 40 auf, Grad. Auf meinem Kopf sicher. So, da ist es sehr kühl auf der Terrasse, das ist super angenehm. Und wir trinken natürlich nur was Alkoholfreies, Kühles, weil wir fahren ja mit der Transalp. Und jetzt haben wir was gefunden, das werden wir jetzt ausprobieren. Ein hausgemachter Kräutersirup, Wildcola. Na, da bin ich jetzt neugierig. Cheers. Jetzt bin ich gespannt. Das schmeckt wirklich wie Cola. Das schmeckt wie Cola. Sehr gut. Boah, das ist gut. Richtig typisches steirisches Hügellandhaus. Total gemütlich und voll süß da herum.
Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal kocht die Barbara was Interessantes. Es gibt ein Gewitter. Wir fahren mit unserer Scooter in die Mur an, besuchen wieder einen Heurigen und wir fahren mit der Transalp zum höchsten Punkt, den man dort fahren kann in dieser Region, und es ist wirklich hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns irgendwann, irgendwo.